Peter Handke, in Ihrem jüngsten Buch Tagebuchaufzeichnungen ist zu lesen: Keiner fragt mich mehr, wie es mir geht, bin ich denn schon unsterblich? Wie geht es Ihnen, Peter Handke? Ja, das ist ein kleiner Witz, der da steht. Wie es mir geht? Im Moment weiß ich es nicht, aber vorher, nachher, nach Interviews und vor allem nachher geht es mir immer gut, weil es vorbei ist. Was strengt Sie so an Interviews und warum geben Sie fremd. Sie trotzdem? Das ist ja nicht normal. Zugleich ist es ein Zwiegespräch ist wieder was Schönes. Wenn ein Interview zum Zwiegespräch wird, ohne dass man dann merkt, dass die Kamera dabei ist, ohne dass es registriert wird, dann ist es ja recht so. Ne? Aber man muss das akzeptieren, dass es stattfindet. Ist auch recht, ja. In diesem neuen Buch ist ein Satz aus Ihrer Kindheit zu finden, Sammer wieder gut. Ein Satz zwischen Kindern. Ich glaube, ich das erste Mal im Leben, dass ich was im Dialekt schreibe. Ja. Vielleicht auch das letzte Mal. Ja, das kommt daraus, dass ich an mein Kindheitsdorf gedacht habe, wo die Kinder immer wieder sich zerstritten haben. Man wusste nie warum. Plötzlich war der eine nicht gerade böse auf den anderen, aber kein Wort mehr war mehr möglich unter Kindern. Und nach Tagen und Tagen des umeinander herumstreichens, einander ausweichens, ist immer einer, das war manchmal ich, das war der andere oder das war der dritte, zu mir oder ich bin zu ihm gekommen und dann kam dieser Ausspruch, sag mal, wieder gut. Und dann waren wir wieder gut, eine Zeit lang. Sind Sie mit dem Alter versöhnlicher geworden? Aber was für ein Alter? Weil wir bei Sammer wieder gut sind. Ich war immer versöhnlich und zugleich unversöhnlich. Ich sollte viel unversöhnlicher sein. Aber ich bin leider, auf die Dauer bin ich versöhnlich. Also ich bin nicht auf die Dauer unversöhnt. Ich glaube, ich könnte sogar mit einem ordentlichen, wie man in Kärnten sagt, einem festen Nazi auf eine Weise, könnte ich sprechen. Es gab ja ein Buch von Hermann Lenz, wo er den Krieg erzählt in Russland. Und er hat einen Mitsoldaten, der Hitler immer noch so verehrt. Und Hermann Lenz will dem Hitler ausreden mit sanfter Gewalt und merkt, dass er den anderen zum Weinen bringt. Der Hitler so liebt und plötzlich tut ihm leid, dass er den anderen zu weinen gebracht hat. Diese Szene geht mir manchmal durch den Sinn. Sie haben im Kontext der Entgegennahme des Henrik-Ibsen-Preises davon gesprochen, dass jene Menschen die Welt böser machen, jetzt sinngemäß wiedergegeben, die eindeutig zu sagen wissen und imstande sind zu sagen, wer der Böse ist und wer der Gute ist. Wenn Sie sich im Moment in der Welt umsehen, in Deutschland brennen Flüchtlingsunterkünfte, ist es da nicht auch so etwas wie eine moralische Verpflichtung zu sagen, das sind die Opfer, das sind die Täter, hier sind die Bösen, hier sind die Guten? Oder liegt man immer falsch bei dieser Beurteilung oder mit dieser Beurteilung? Ja, da fragen Sie doch lieber die Zuständigen, die Experten, ne, glaube ich. Die lehnen Sie ja so sehr ab. Ja, die Experten kommen immer zu spät und dann machen Sie den Maul weit auf, nachdem die Katastrophen passiert sind. Aber das ist nicht Ihre Schuld, denn die Experten werden immer nur gefragt, wenn es zu spät ist. Ne? Aber wer ist schuld zum Beispiel, wenn man sich... Lassen Sie mich in Ruhe mit Schuld. Ich bin kein Richter, ich bin kein Schuldzuschieber, ich bin ein Schreiber, ich bin ein Erzähler, ich bin ein Schriftsteller. Und das ist ein großer Beruf. Es gibt Autoren, die sich zu Aktualität äußern, die aktuelle Ereignisse in Stücke, in Literatur verwandeln. Was ist Ihnen daran so fremd? Fremd? Ich finde schon das Wort Autoren für die Mitschreiber, für die Profiteure der Aktualität, finde ich, das Wort Autor ist ein schönes Wort.
eigentlich mir fast lieber als Schriftsteller. Autor ist der Urheber, wie es im Vertrag mit den Verlagen heißt. Das sind halt, die haben auch recht, das sind die sind vielleicht die von aus der Aktualität kommen, aber da ist mir dann doch lieber eine gute Reportage, als dass man aus der Aktualität Fiktion macht. Also das ist ein ästhetisches Problem. Für mich ist es alle ästhetischen Probleme sind für mich auch moralische Probleme. Oder ich mag das Wort Moral nicht, aber ich mag Ethik und Ästhetik gehören für mich zusammen. Und ästhetisch kann ich die Aktualität nicht als Formvorwurf für einen Roman, für ein Drama, kann ich nicht nachvollziehen. Ich als Leser, ich bin ein guter Leser, ich bin auch ein gutes Publikum. Ich weine relativ mehr in der oberen Weinklasse, aber nicht weinen, aber mir kommen halt die Tränen. Und ich lache auch mehr, auch, glaube ich, bin, aber das ist nicht für mich. Obwohl dann wieder gibt es manche Filme, die auf dem Weg über Schauspieler ein, wie Sie sagen, aktuelles Problem erzählen. Und die akzeptiere ich nicht als große Kunstwerke, aber das wollen die auch nicht sein. Aber die akzeptiere ich als Erhellung und Vertiefung der Aktualität. Und die können aus Deutschland kommen und auch aus Hollywood, wo auch immer. Ne? Da bin ich so nicht gerade voll dabei, aber ziemlich dabei. Geht Autor sein, um bei dem Wort zu bleiben, geht Autor sein und Opportunist sein zusammen? Ja, Opportunist ist natürlich ein Schimpfwort, aber es kommt ja aus dem Wort, opportun heißt die Gelegenheit. Ne? Und es gibt Gelegenheitsgedichte, es gibt Romane gibt es nicht, aber Gelegenheitsgedichte habe ich gern. Die kommen nicht aus der Opportunität, sondern aus der Gelegenheit. Ich würde auch niemanden als Opportunisten beschimpfen, denn das ist ein Schimpfwort. Aber die Gelegenheit beim Schopf, wenn die einen Schopf hat überhaupt, wenn die nicht eine Glatze ist, zu ergreifen, da kann man nicht dagegen sein. Das hat ja auch etwas von einer olympischen Disziplin an sich, wenn man die Gelegenheiten beim Schopf packt, wieder die Goldmedaille, da gibt es ja auch Goldmedaillen, Sieger. Glauben Sie an Gott? Ja, yes. Hilfe. Erbarme dich unser, dich meiner, Kyrie eleison. Haben Religion und Schreiben was gemeinsam? Ja, das ja. Ich frage mich, ich weiß noch nicht was. Natürlich, ja. Aber die Religion ist eindeutig und die Literatur umkreist nur das Geheimnis. Aber ohne Geheimnis geht es halt nicht. Ne? Nur, wie Goethe sagt, man darf vom Geheimnis nicht geheimnisvoll reden. Man darf nicht raunen vom Geheimnis, aber das stark und sachlich und fast gesetzmäßig zu umkreisen, das ist eine der Sachen der Literatur, die inzwischen fast verschüttet ist im Lauf der. Es gibt so vieles, was Literatur heißt, es gibt so viele, die sich Schriftsteller nennen, dass man gar nicht mehr, dass wir diese herrliche und auch zarte und kindliche Würde, die von einem Schreiber oder Autor einmal ausgegangen ist, nicht mehr darstellen können, wir vereinzelten immer noch Autoren. Aber trotzdem bestehe ich darauf, dass wir die haben. Als Schriftsteller. Das ist einer der herrlichsten Berufe, die nicht geschaffen wurden, aber die sich ergeben haben im Laufe der Menschheitsgeschichte. Dieser Beruf ist im Moment halt nur vernebelt durch alles Mögliche. Auch Journalisten schreiben Romane, Kriminalromane,
verunzieren die Welt. Aber es gibt die Literatur. Sie notieren im November 2015 unter anderem den Satz Massaker um Massaker im Namen des Barmherzigen. Ist es wirklich die Religion, die unser drängendstes gesellschaftspolitisches Problem ist? Sie haben mir versprochen, eine kleine Frage. Und jetzt machen Sie noch eine, türmen Sie noch eine Frage auf Frageturm auf dem anderen. Das, Sie verdienen, dass Ihr Frageturm von Babel möglichst bald einstürzt, finde ich. Sie arbeiten daran? No, mit allem, was ich gearbeitet habe, habe ich nicht den mindesten Erfolg gehabt. Eins meiner großen Anliegen war zum Beispiel, dass man die Leute, die Männer, die Brillen auf den Kopf schieben, dass die das nicht mehr tun. Aber heutzutage hat sich das nur verzehnfacht. Also all meine sozialen, ästhetischen Anliegen sind gescheitert. Also immer mehr Männer schieben immer mehr Männer haben Pferdeschwänze. Oder schieben die Brillen auf den Kopf. Also ich bin in jeder sozialen Hinsicht sozusagen gescheitert. Und jetzt fragen Sie mich mit der Religion. Und das steht alles im Buch. Das steht in der Form, in der mich diese Sätze angeflogen sind, steht das da. Und nur in dieser Form stimmen sie. Und wenn ich die jetzt interpretieren soll, was in dem Tagebuch vor der Baumschattenwand Nacht steht, dann verliert das alles seine Kraft. Die Form ist alles, das Geformte. Sind Sie vorsichtig geworden im sich politisch äußern? Mama mia. Ich habe mich noch nie politisch geäußert. Ich kann das, ich bin zu blöd dafür. Ich will das, das sollen andere machen, das sollen die Sprecher machen. Ich bin Schreiber und nicht Sprecher. Aber ich kann was erzählen und ich kann sagen, diese und diese grammatische Form, die ihr verwendet, um euch politisch zu äußern, die stimmt nicht. Die glaube ich nicht. Und zugleich macht es mir nichts, wenn das keinen Effekt hat. Das macht mir schon was. Ja. Aber ich akzeptiere es, dass es nicht gehört wird. Dass Sie sich nicht politisch geäußert haben, stimmt ja nicht, aber Sie wollten nicht, dass es politisch in der Form interpretiert wird, wie es dann halt medial interpretiert wurde. Ja. Gibt es einen Witz, wo zwei Junge... Das war immer mein Wunsch, dass ich Sie dazu bringe, mir einen Witz zu erzählen. Eine Mutter besucht vom Land ihren Sohn in der Stadt. Und also nach 2-3 Stunden geht dem Sohn die Mutter so auf die Nerven, dass er sagt, Mutter, wann geht denn dein lieber Zug? Und da wollte ich fragen, wann geht denn ihr liebes Flugzeug? Ich habe aber eines meiner bescheidenen Ziele ist hiermit realisiert worden. Wären Sie Gott oder Diktator? Jesus Maria. Diktator, da horche ich auf, ja. Was würden Sie sofort abschaffen und was würden Sie sofort einführen? Ja, was würde ich abschaffen? Ich habe in dem Notizbuch steht, dass dann würde ich einen Tag der alten Hemden einführen. Einen Tag im Jahr muss jeder Mensch sein ältestes Hemd anziehen, zum Beispiel. Und da könnte ich bis zum Abend reden, was ich da für diktatorische Verordnungen erließe. Ihre Augen leuchten endlich. Es ist ganz oft von Freude die Rede in den Notizen. Ja, das stimmt. Ist Schreiben ein Quell der Freude? Im Nachhinein, ja. Nicht im Moment, aber wenn man bedacht hat, was da einem zugeflogen ist. Manchmal ja, eigentlich immer ja. Ja. Dankbarkeit und Freude, ja. Ich wollte gerade sagen, Dankbarkeit ist auch etwas, was immer wiederkehrt in den Notizen. Gibt es etwas, wofür Sie dankbar sind? Oh. Fällt mir wieder nicht sein, aber einfach fürs Existieren, ne? Und wieder um Hermann Lenz zu zitieren, der als alter Mann dann geschrieben hat, er war dankbar fürs Lebensgeschenk.
Und aus dieser umfassenden Dankbarkeit kommen halt die vielen kleinen Dankbarkeiten, die auch manchmal Ermahnungen an sich selber in der schlechten Laune sind. Also als Kontrapunkt zur Kriegsgrämigkeit oder zur immer mit dem Älterwerden drohenden Misanthropie ist dann als Gegenmittel oder die Dankbarkeit für dies und jenes zu empfehlen. Es ist in den Tagebuchaufzeichnungen von einer irdischen Landschaft im Frieden die Rede, an anderer Stelle von möglicher Menschheit. Verstehen Sie sich auch als Friedensstifter mit dem, was Sie machen? Ja, Jesus Maria. Ich bin ein Anhänger der Zeitwörter und nicht der Hauptwörter. Friedensstifter ist ein Zeitwort. Aber ab und zu den Frieden zu stiften im Zeitwort, Verbum. Ich stifte Frieden, wenn ein kleiner Streit ist. Da bin ich einverstanden. Oder ich wäre auch einverstanden, wenn ich unfriedlich bin, dass jemand kommt und stiftet bei mir Frieden. Das ist ein täglich. Manchmal ist das schönste Friedensstiften findet dann statt, wenn jemand das nicht extra plant, sondern einfach mit seiner Existenz, mit seinem Gehen, mit seinem Schauen, auch zuschauen, mit seiner Haltung, mit seinem Dasitzen, Frieden stiftet. Das ist für mich die nicht geplante Frieden, das nicht geplante Frieden stiften. So manchmal möchte man ja nicht Frieden stiften. Man möchte nur was erzählen, was einem am Herzen liegt. Und das, was einem am Herzen liegt, aus dem möchte man mal einen schönen Wörtersturm, einen Satzsturm machen für die anderen. Aber dann ist ein Effekt davon, dass das Frieden stiftet. Aber in der Absicht, ein Buch zu schreiben, um Frieden zu stiften, das wird nichts herauskommen. Verstehen Sie? Oder auch nicht. Aber das ist der schönste Beruf. Wie Goethe, den edlen Seelen vorzufühlen, ist wünschenswertester Beruf. Und das ist, wenn Sie sagen, Möglichkeitswelt, Frieden stiften, das ist es. Edlen Seelen vorzufühlen. Das heißt schreiben, heißt erzählen, dichten, was so in Verruf geraten ist. Jedes Dichterfest macht schon wieder einen Schatten auf die Dichtung. Wenn ich könnte, Diktator, weiß ich mich gefragt, ich würde alle Dichterfeste abschaffen. Was stört Sie an diesem? Für 2 Jahre. Nur nicht ohne Begründung. Ja, bleibt jeder für sich, lest jeder allein. In eurer Kammer oder auf der Gartenbank oder meinetwegen im Klo. Aber lest allein für euch allein. Und ich scheiße auf eure Dichterfeste. Jedes Dichterfest macht die Würde Literatur heutzutage noch mehr ergrauen. Oder schwärzt sie an. Ich eifere mich schon zu viel. Soll man im Fernsehen nicht. Man soll im Fernsehen ganz still und fröhlich sitzen. Das ist ja Ihre Spezialität, nicht? Das ist Ihr Metier. Mein Metier ist Schreiben und nichts tun. Was ist wichtiger, das Schreiben oder das Nichtstun? Beides gehört. Ich bin ein Begeisterter, nicht unbedingt ein Faulpelz, aber ich bin ein begeisterter Müßiggänger. Ist ein schönes deutsches Wort. Ohne Müßiggang wird nichts. Und die meisten sind immer aktiv und all diese Aktivkapseln, die ein Mensch liegen, das würde ich auch abschaffen. Sie zitieren mehrmals im Buch, in dem Neuen, den Koran. Ja. Haben Sie richtig gesehen. Ist das eine neue Errungenschaft von Ihnen, dass Sie jetzt den Koran lesen, oder haben Sie den Koran immer schon gelesen und zitieren halt jetzt daraus? Es war vor 10 Jahren halt der Fall, dass ich eindringen kann man ja nirgends, aber dass ich eine Ahnung bekommen wollte, wie dieses zusammengesetzte Konvolut aufgebaut ist. Und ab und zu bin ich auf was gestoßen, was dann universell ist. Wo ich denke, da könnte Christentum und warum auch nicht Buddhismus und Islam
ohne extra ökonomisch zu tun, zusammenklingen. Das habe ich dann notiert und das habe ich dann auch, vielleicht zu einem Zehntel von allen Notaten habe ich das in das Tagebuch, dann in das gedruckte Tagebuch dann aufgenommen. Ihr Autorenkollege Adonis hat unlängst gesagt, der Islam ist nicht reformierbar. Klingt das in Ihren Ohren nach? Interessiert Sie diese Debatte, dieser Diskurs? Das kann ich. Ich kenne Adonis recht gut und er hat das schon viel genauer, ausführlicher und handfester in seinen poetischen und auch diskursiven, essayistischen Büchern dargelegt. Und ich kann ihm nur zustimmen, ich kann das nur akzeptieren und er weiß das besser als ich. Ja, das große Problem des praktizierten Islam ist, dass die Poesie als Feind, vor allem die vorislamische und überhaupt der poetische Mensch, also sozusagen überhaupt nicht vorkommt, vor allem in dem heutigen terroristischen Islam. Diese Mordbuben, wie sie da in dem Tagebuch, die haben sicher nie, wenn eine einzige Gedichtzeile im Leben kann einen Menschen wecken für alle Zeit. Das Poetische ist ja das Weltumfassende und da treffen wir uns alle. Aber das ist verkümmert. So scheint es mir. Es ist ganz viel in diesen Tagen, Wochen, Monaten. Es ist sehr viel die Rede von europäischen Werten, davon, dass diese europäischen Werte verteidigt gehören. Können Sie dieser Debatte etwas abgewinnen? Ich bin nicht auf dem Laufenden. Ich bin mehr auf dem Gehenden statt auf dem Laufenden. Europäischen Werte, das ist ein Schmäh. Ne? Alle tiefen, feinen, zarten Werte der Menschheit sind überall. Gibt auch in dem Krieg und Frieden, weil ich das gerade wieder lese von Tolstoi, wird Napoleon zitiert, der mit seinem Feldzug gegen alle europäischen Völker dann auf St. Helena sagt, ich wollte ja nur alle, wie Sie sagen, Europa zum Bewusstsein bringen, was für ein herrliches Gebiet Europa ist und dass alle Völker im Frieden leben und hat damit Millionen Menschen umgebracht. Was für Wert. Ich habe einmal, für mich war Europa einmal etwas. Die Werte sind in den Formen der großen Werke. Die Werte sind im Schluchzen eines Kindes. Oder im Hüpfschritt eines Kindes. Das ist für mich Musik. Das ist ein Wert. Ob das Europa ist, ich glaube auch die Zulu-Kaffern, entschuldigen Sie das Wort, die machen die Kinder ein herrliches Geräusch, wenn die Hüpfschritte machen, sogar auf dem Asphalt. Vielleicht sogar besser auf Asphalt. Oder was auch immer. Die Augen der Menschen sind ein Wert, die Blicke, die Augen. Und nicht die europäischen Werte. Arschlöcher. Sie würden nicht weinen, wenn die Europäische Union zerbricht. Wenn die das anführen, dann als Erpressung und als Rechthaberei europäische Werte. Jeder kann damit leben, was auch immer europäisch ist. Soll damit leben und soll sein Leben damit bestreiten oder damit bespielen oder damit besingen oder mit bemalen. Aber er soll aufhören, daraus aus den europäischen Werten eine Axt gegen andere zu machen. Leute, die so reden, sind das neue Gesindel. Sich der Gefühle der anderen zu bemächtigen und damit Politik zu betreiben, das ist eines der übelsten Übel der Menschheit. Jetzt haben sie mich allmählich in den Deklamationen drin, wo sie mich hinlocken wollten. Ich will sie nirgends hinlocken. Na, das ist ihr Beruf. Lockvogel.
Sind Journalisten in Ihrer Definition per Definition einfach die schlechteren Menschen? Ja. Sonst wären sie Künstler oder Kinder geblieben. Sind Künstler die besseren Menschen? Wenn die unter sich sind, sind sie manchmal noch schlimmer als Journalisten. Ja. Der Künstler ja muss tröstlich. Allein sein. Ja, wenn er allein ist, ja, und wenn er seine Sache macht, die in ihm ist, wenn er die Spur, die in ihm ist, wenn die auch noch so krumm ist und steinig oder vielleicht auch stinkig manchmal weiterverfolgt, dann ist er kein besserer Mensch. Lass mir die Komparative und Steigerungsformen. Aber er ist recht. Er ist rechtlich, ein rechtlicher Mensch. Ist mir fast lieber zu sagen, als ein Gerechter. Ich habe den Wort, das ist ein rechtlicher Mensch. Und ein Künstler, wenn er seine Sache macht, ist, trifft sich auch mit vielen anderen. Vielleicht mit Ärzten, warum nicht mit Rechtsanwälten, trifft sich als rechtlicher Mensch. Aber ein Journalist hat viel größere Probleme, ein rechtlicher Mensch, kommt mir vor, zu bleiben und zu als ein Künstler. Warum? Woran liegt das? Ja, weil er beschränkt ist. Ein Künstler ist nicht beschränkt. Ein Künstler ist grenzenlos. Und nicht nur über den Wolken. Die in alle Welt verstreuten Jugoslawen, Serben, Kroaten, Bosnier, Mazedonier, Kosovaren, der große Trost. Slowenen kommen nicht vor bei der Aufzählung. Mhm. Die haben sich davon gestohlen aus der Verantwortung. Was ist das, dass der große Trost ist an diesem Jugoslawien nach wie vor? Ja, dass es die gibt und dass die Trauer kann ja zugleich ein Trost sein. Das ist ein bisschen paradox, was ich da geschrieben habe. Das ist wie ein vorsokratisches Fragment. Kann jeder damit anfangen, was er will. Manche Ihrer Autorenkollegen aus dem ex-jugoslawischen Raum, Marica Bodrožić zum Beispiel, hat immer wieder gesagt, dass Jugoslawien auch als Modell für die Europäische Union taugte, aber man sieht es nicht. Können Sie damit etwas anfangen? Ja, das ist jetzt so fern geworden alles. Ne? Was soll man das noch? Das ist schon recht, das zu sagen, aber dann noch einmal an die Diskussion darüber anzuzetteln, glaube ich, das bringt nichts. Jeder soll damit leben, wie er es sieht. Ich bin mit dem einverstanden, was Marica Bodrožić sagt. Ich glaube, ich habe es auch selber ähnlich gesagt, kommt mir vor. Aber jetzt vorbei, vertan. Es ist an vielen Stellen in den Aufzeichnungen von Irrtümern die Rede oder vom Irrtum. Hm. Gibt es Irrtümer in Ihrem Leben, die Sie bereuen? Irrtümer nicht, aber Fehler natürlich. Also wenn ich mich geirrt habe, das ist ja ein großer Wortwasserwalze, die immer vorkommt, was die Irrtümer an Schönen bringen können, dass man durch Irrtümer erst bemerkt, was eigentlich richtig sein könnte. Aber Fehler habe ich ja begangen, ja. So im Verletzen anderer Menschen, ja. Aber das ist kein Irrtum. Also nicht gerade vernichten kann man niemanden. Ja. Aber Irrtum, ich bin ein Verfechter der Irrtümer. Also ich bin immer froh, wenn ich mich irre. Oder auch wenn ich mich verirre. Oder wenn ich mich täusche. In einem Gegenstand. Wenn ich etwas verwechsle mit etwas anderem. Dann merke ich erst, wie das, womit ich es verwechselt habe, dann sehe ich erst, wie es aussieht. Oder was es für eine Gestalt hat, eine Gespensterform hat. Das ist ja für Schreiben gut, dass man die Geistform eines Gegenstands erst sieht, wenn man sich geirrt hat. Das ist etwas kompliziert, aber ich finde es ganz gut, was ich gesagt habe. Ich konnte folgen Sie ganz nicht glauben, obwohl ich Journalistin bin. Ich folgen Sie mir bitte nicht zu viel. Ja. Empfinden Sie sich manchmal als mächtigen Mann? Hätte ich gerne, ja. Ein Kunsthistoriker hat damals zu den Bildern von Paul Cézanne gesagt, dessen Bilder, die Gemälde von Cézanne, die verlangen zu herrschen.
Aber die herrschen auch, die Bilder von Cézanne. Und in dem Sinn möchte ich Macht haben, indem meine Sachen, so wie die Bilder von Cézanne, herrschen, einfach indem sie gelesen werden. Von dem und jenem. Sind eh nicht viel. Und in dem Sinn denke ich manchmal, Mensch, ich möchte Macht haben. Aber nur so, ne? Und das ist eine Macht, ja. Ich spüre auch die Macht. Und wenn die anderen nicht spüren, macht es mir auch nichts. Hauptsache ich spüre die. Wollten Sie jemals Teil einer Mehrheit sein? Ja, im Fußball manchmal. Wenn ich für eine Mannschaft bin und dann da ja im Fußball. Oder Mehrheit auch, wenn man sagt, Mehrheit, ist das die Mehrheit? Eine Mehrzahl vielleicht, wollen Sie sagen. Mehrzahl, ja. Also ich bin manchmal, fühle ich mich aufgehoben in einer Mehrzahl. Nicht, wenn die Mehrzahl die Mehrheit spielt, dann bin ich schon wieder unaufgehoben. Aber in einer Mehrzahl manchmal bin ich fast erlöst. So wie es episodische Erlösungen gibt im Leben. Oft am Tag gibt es 2, 3 Erlösungen oft. Also in Mehrzahl ist es recht. Manchmal auch in der Kirche. Ne? Ich bin nicht gern in der Einzahl in der Kirche. Viele Leute sagen, ich in die Kirche allein. Aber ich bin, da fühle ich mich in der Mehrzahl recht so. In der Einzahl, auch wenn ich schreibe, fühle ich mich nicht in der Einzahl, wenn ich arbeite, wie man das nennen soll. Also wenn ich in der Einzahl mich sehe, dann denke ich, es ist schlecht, das Schreiben. Sogar wenn nur das Ich spricht manchmal, spüre ich, das ist nicht nur das Ich, sondern es ist die Mehrzahl. Und dann ist es gut. Haben Sie sich nach den Terrorattacken in Paris als Teil der Mehrzahl, der Pariser Mehrzahl gefühlt? Verstärkt das so etwas wie ein Mehrzahlgefühl? Ja, ja, ja. Eine Verbundenheit. Ein Ergriffenwerden von der Mehrzahl, ja. Von dem Schicksal der Menschen. Ein letztes. Fortschritt im Alter. Ich weiß, wie dumm ich bin. Gibt es weitere Fortschritte zu verzeichnen im Alter? Nicht viele. Aber das schon. Ja. Meine Blödheit leuchtet mir immer mehr ein. Blödheit ist ja allgegenwärtig. Worin genau besteht Ihre Blödheit? Die ist speziell. Ja. Na? War's das? Wenn es für Sie recht ist, ja. Für mich ist es recht. Vielen Dank Ihnen.